die sogenannten Smart Art Grafiken an. Davon gibt es eine ganze Menge und wir werden das anhand eines Organigramms ausprobieren. Dazu mache ich mir mal eine neue Folie. Das kennen wir bereits hier oben, neue Folie. Und ich wähle aus eine Folie mit Titel und Inhalt. Wir machen es anhand der Systematik von Gänsen. Also wie sind die unterteilt? Oder genauer gesagt von Gänse, Vögel eigentlich. Und mit SmartArt-Grafiken kann ich unterschiedliche Dinge darstellen, zum Beispiel sogenannte Organigramme. Am besten schauen wir es uns einfach an. Ich kann nämlich hier unten jetzt da in diesem Inhaltsfeld entweder Text hinzufügen, dazu brauche ich nur reinzuklicken und loszuschreiben, oder ich kann hier unten bestimmte Inhalte auswählen und hier dieser grüne Pfeil mit dem weißen Rechteck davor ist eine sogenannte SmartArt-Grafik. Da klicke ich jetzt mal drauf und jetzt kann ich hier verschiedene Typen auswählen. Hier gibt es eine SmartArt-Variante für Grafik, für Listen. Also da kann ich zum Beispiel Listen darstellen. Und das sind halt ganz ausgefallene Designs, wie man das arrangieren kann. Hier kann ich Prozesse, wie ich Prozesse abbilden kann. Also wenn man sieht, da ganz nette Varianten oder Zyklen. Oder eben jetzt hier Hierarchien. Und ein Organigramm bildet eine Hierarchie ab, das möchte ich jetzt machen. Und das hier ist ein ganz simples Organigramm, so wie man das vielleicht auch bei einer Darstellung von einer Unternehmensstruktur kennt. Ganz oben der Chef, dann der Abteilungsleiter, der Assistent, was auch immer. Und die Angestellten. Ich klicke jetzt hier auf OK. Und dann erhalte ich mehrere Dinge. Einerseits sehe ich hier mal quasi so eine vorausgewählte Struktur, die muss ich mich jetzt nicht halten. Zum Beispiel brauche ich jetzt dieses mittlere Feld hier nicht. Das ist an der Assistentenposition, kann man sagen. Das lösche ich weg. Wie kann ich sowas löschen? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe hier nämlich seitlich so ein Hilfseingabefenster. Hier drin kann ich ganz einfach diesen Text bearbeiten und auch Stellen, die ich nicht brauche, löschen. Also der oberste Punkt hier ist der Punkt hier oben und dem sind die Punkte hier untergeordnet. So, ich kann jetzt zum Beispiel hier hinklicken, dann sieht man auch gleich, wenn ich hier hinklicke, dass sich dieses Rechteck hier oben markiert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel reinschreiben, Gänsevögel. Und die Schriftgröße kümmern wir uns noch nicht. So, das hier, wo dieses Enter-Symbol ist, ist diese Assistentenposition. Da kann ich jetzt hier einfach auf die Lösch-Taste drücken, zweimal. Und dann verschwindet dieses Rechteck, weil wir nämlich gesehen haben, beim ersten Mal, wenn ich es mache, rutscht die Geschichte nämlich auf gleiche Ebene wie die Gänsevögel. Und wenn ich es nochmal auf Löschen drücke, dann fällt es ganz weg. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich klicke das Rechteck hier, was ich löschen möchte, einfach mit der Maus an und drücke auf der Tastatur die Entf-Taste, also die Entfernen-Taste, dann löscht sich das Rechteck auch. Und das gleiche gilt mit dem Ausfüllen. Ich kann jetzt da dieses Rechteck hier ausfüllen, indem ich einfach hier reinklicke und was reinschreibe. Also zum Beispiel ist eine Unterteilung der Gänsevögel sind die sogenannten Wehrvögel. Oder ich kann wie auch hier reinklicken und kann hier reinschreiben Entenvögel. Das ist die zweite Untergliederung. Und da kann ich zum Beispiel hier hinklicken und Donnervögel reinschreiben. Jetzt habe ich das Organigramm einmal so fertig von den vorgefertigten Plätzen, die ich habe. Und jetzt kann ich aber selbst noch Dinge hinzufügen. Gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Übrigens, wenn ich das Organigramm anklicke, also irgendein Feld anklicke, dann erscheint mir dieses Eingabefeld hier immer automatisch. Sollte es nicht erscheinen, wenn ich es anklicke, so wie jetzt da, weil ich es nämlich einmal mit X geschlossen habe, dann gibt es hier oben die Möglichkeit bei Textbereich, dass ich mir dieses Feld wieder einblenden lasse. Das ist auch deswegen ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel sage, okay, habe ich die Donnervögel und eigentlich hätte ich jetzt gerne noch einen vierten Punkt auf gleicher Ebene, dann brauche ich nur bei den Donnervögeln hier Enter drücken und dann kommt automatisch ein vierter Punkt hinzu und das sind dann die sogenannten Spaltfußgänse. Also so kann ich ganz einfach ein neues Feld hinzufügen. Ich lösche das jetzt wieder. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich kann auch hier Dinge anklicken, zum Beispiel bei den Wehrvögeln. Und hier oben bei Smart Art Design, da bin ich eigentlich immer automatisch drin, das muss ich anklicken, kann ich eine Form hinzufügen, steht da. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich würde gerne eine Form darunter hinzufügen. Und dann bekommt der Zwergvögel auch eine eigene Untergliederung, kann man sagen. Das könnte ich auch bei den Entenvögeln machen. Auch hier könnte ich sagen, ich hätte gerne eine Form darunter und so weiter. Ja. Ich lösche das jetzt wieder alles weg. Gut, also so kann ich mal ganz einfach
so ein Organigramm erstellen. Ich kann jetzt da auch das Organigramm anklicken, und zwar das Ganze, indem ich, wenn ich mich hier reinklicke, sehe ich hier noch außen so ein großes Kastel drumherum. Und wenn ich das anklicke einmal, dann ist alles markiert. Und jetzt kann ich mit einem Schlag zum Beispiel die Schriftgröße für alles auf 28 setzen, dann ist es nicht so groß. Und übrigens kann ich hier unter Smart Art Design auch andere Dinge ändern. Ich kann zum Beispiel hier bei den Smart Art Vorlagen zwischen unterschiedlichen Vorlagen wählen. Ja, ich kann zum Beispiel hier das auswählen oder das. Also kann ich einfach nur auswählen, wie soll das gestaltet sein. Es gibt auch hier eine 3D, mehrere 3D-Möglichkeiten, das darzustellen. Zum Beispiel auch so. Man, das ist ein bisschen arg. Das will ich hier nicht verwenden. Aber wie gesagt, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was man sich so aussuchen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, hier die Farben zu ändern. Das heißt, hier irgendeine vorgefertigten Farben zu verwenden. Aber ich kann genauso das Kastel anklicken und hier unter Format reingehen. Und dann habe ich hier die sogenannten Fülleffekte. Und hier drin kann ich dann das einfärben, so wie ich zum Beispiel möchte, indem ich mir hier irgendeine Farbe aussuche. Also das geht genauso. Gibt es da hier irgendeine Farbe rein. Genauso kann ich die Linie anklicken und hier unter Formkontur, also Formkonturen sind immer die Linien, kann ich irgendeine andere Linienfarbe vergeben. Das sollte ich dann halt für diese Linie hier genauso machen. Und für die kleine hier unten genauso. Gut, das war's zu den Organigrammen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Smart Art Grafiken, die haben wir uns eh kurz angeschaut. Und da kann man sich ja selbst überlegen, wenn man irgendeine Prozesse zum Beispiel darstellen möchte oder Zyklen darstellen möchte, ob es nicht eine nette Smart Art Grafik geht, mit der man das ganz schön und schnell abbilden kann.